Und wenn man mal ehrlich ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist er eigentlich momentan schon stark genug. Aber wie gesagt, könnte noch ein bisschen mehr kommen. Gitta Connemann ist bei uns von der CDU-Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Weil wir haben ja mal neben dem Gesetz, was die wenigsten verstehen, weil es so umfänglich ist und man damit noch nicht so richtig umgehen kann, auch noch ein Personalproblem bei den Grünen. Und die Grünen selbst haben gesagt, ja, das war jetzt nicht so klug, wie wir da entschieden haben. Wo sehen Sie denn noch Aufklärungsbedarf, was diese Personalien bei den Grünen und die Besetzung einzelner Posten betrifft? Es gibt grundsätzlichen Aufklärungsbedarf, weil ja tatsächlich jeden Tag Vorwürfe neuer Art aufpoppen. Am Anfang war es die Tatsache, dass das Wirtschaftsministerium wie ein Familienunternehmen geführt wird. Das ist aber nicht Aufgabe eines Ministeriums. Dann kamen Filzvorwürfe dazu, jetzt die Vergabe von Aufträgen an befreundete Institute, Finanzierung von ausländischen Investoren. Das alles erschüttert natürlich das Vertrauen in das Schlüsselministerium für den Mittelstand, auch den Ruf im Ausland. Und das Allerschlimmste ist, das Ministerium ist dem Stillstand unterworfen. Und das heißt, drängende Fragen, die geklärt werden müssten, werden nicht mehr beantwortet. Die Grünen sagen selber, sie wollen das Ganze jetzt noch einmal kontrollieren und vielleicht sogar neu besetzen an manchen Posten. Ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss trotzdem noch etwas, was in Ihren Augen Sinn macht? Und was könnte er darüber hinaus überhaupt bewirken? Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist sicherlich ein scharfes Schwert. Aber er sollte dann eingesetzt werden, wenn es Missstände in einem Bundesministerium gibt oder persönliche Vorwürfe. Und beides ist hier gegeben. Der Missstand ist erkennbar. Übrigens wird auch zunehmend die Causa greichen zu Causa Habeck. Entweder der Minister wusste nicht, was in seinem Haus passiert. Dann wäre er ein Alibi-Minister für einen Drahtzieher. Oder aber er wusste es, und das will ich mir nicht ausdenken. Und das Allerschlimmste noch einmal: Das Haus kreist um sich selbst, und das heißt, Fragen, die für den Mittelstand relevant sind, übrigens auch, wie bezahlbar bleibt Strom, wie erhalte ich Wettbewerbsfähigkeit, was ist mit einem Belastungsmoratorium, werden ebenso wenig beantwortet wie die wirklich zwingenden Fragen der Betroffenen vor Ort in Sachen Heizung. Denn mich erreichen jeden Tag wirklich zum Teil verzweifelte auch Anrufe, schreiben gerade ältere Menschen, die sagen, was passiert eigentlich mit meinem Lebenswerk? Und keiner beantwortet mir diese Frage. Frau Connemann, also was bereits feststeht, Ansehen hat der Wirtschaftsminister verloren im Volke. Für wie angeschlagen halten Sie ihn? Und ist er, wenn man die Summe der Dinge zusammennimmt, eigentlich noch als Minister haltbar? Was jetzt die Personalstruktur betrifft im Ministerium, aber eben auch, was zum Beispiel die Tatsache betrifft, dass er selbst wohl gesagt hat, Experten, gebt mir eure Meinung zu dem, was wir vorhaben 2024. Und dann hat er alles ignoriert. Und das ist eine große Kritik, die heute tatsächlich auch gefahren wird. Naja, dieses Vorgehen hat Methode. Die Verbände berichten mir, dass sie zum Teil gar nicht mehr gehört werden. Also befreundete Verbände haben Zugang, offenkundig Tag und Nacht. Aber reine Fachverbände bemühen sich monatelang um Gespräche, die dann nicht stattfinden. Anhörungen werden zur Farce. Man soll dann mal in 8 Stunden ein 800-seitiges Gesetz kommentieren. Das geht gar nicht. Und das heißt, der Rat von Fachleuten wird außer Kraft gesetzt. Dafür gelten dann der Hinweise von befreundeten Experten als Maßstab für ein eigentlich sehr seriöses und gutes Haus, nämlich das Wirtschaftsministerium. Wir müssen ja auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort denken. Über viele Jahrzehnte ja auch das Land durch Krisen getragen haben, auch den Mittelstand. Die sind ja wie gelähmt. Aber noch einmal, ist der Minister dann der richtige Minister oder sollte er nicht ab einem bestimmten Moment seinen Hut nehmen und das Amt abgeben, wenn so viele Verfehlungen tatsächlich auf dem Tisch liegen? Das ist die Frage, die nicht mehr nur Robert Habeck beantworten muss, sondern inzwischen die Ampel. Ich vermisse die Stellungnahme des Kanzlers, aber auch des Koalitionspartners. Ist Robert Habeck noch tragbar? Diese Frage könnte er im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beantworten, wenn er sich nicht wieder wegduckt. Aber dann ist er in jedem Fall nicht mehr tragbar. Gitta Connemann, vielen herzlichen Dank für Ihre Meinungen rund um den Fall Robert Habeck. Dankeschön. Dankeschön.